Moin und herzlich willkommen zur 492. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Donnerstag, dem 21. März 2013. Und der Blick auf die Edelmetalle. Silber wird wachgeküsst, plus 1,25%. Wir klopfen jetzt an dieser wichtigen Widerstandszone zwischen 29,20, 29,30, bei Tagesschlusskurs bei 29,50. Schauen wir uns gleich an. Gold plus 0,5%, klopft ebenfalls an der Widerstandszone an der 16,15er Marke. Gold in Euro plus 0,9%. Wir sind oberhalb der 12,50er Marke. Silber in Euro plus 1,56%. Aktuell 22,60. Der US-Dollar-Index bleibt weitestgehend unverändert und die Minenwerte machen eine starke bullische Bewegung von plus 2,6%. Werden wir uns ebenfalls anschauen. Vielleicht hören Sie es raus. Ich bin nämlich schon wieder erkältet, aber diesmal habe ich mir ganz fest vorgenommen, der schafft es, mich nicht richtig platt zu machen. Mal gucken, wer gewinnt, die Erkältung oder ich. Wir schauen auf Gold. Gold macht eine High-Base-Formation. Das ist deutlich mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Wir haben eine Kaufformation in der Stochastik. Wir haben ein steigendes Momentum oberhalb der Nulllinie. Und ich kann mich da nur wiederholen. Wir würden ausbrechen in eine Widerstandszone. 50er, horizontale 16,30er plus eine weitere trendbegrenzende Linie. Nur ein paar Dollar oben drüber im Bereich der 16,32. Hier unten gab es die Möglichkeit, ein Positionstrading zu betreiben, nämlich indem Sie einfach die untere Begrenzung dieser Trading Range, dieser großen Trading Range kaufen. Aber ein Swing Trade ist aktuell nicht möglich. Wenn Sie jetzt sagen, was ist ein Swing Trade, dann noch einmal für all diejenigen, die es noch nicht wissen: Swing Trader versuchen, eine Position für 2 bis 5 Tage im Durchschnitt zu eröffnen. Manchmal ist die Position auch nur ein Tag groß oder lang. Und manchmal läuft die Position auch 7, 8 Tage, wenn es sehr gut in ihre Richtung läuft. In der Regel ist aber eine Position für 2 bis 5 Tage. Hier gibt es kein Setup für ein Swing Trading, sondern nur dieses Positionstrading. Ein Positionstrader eröffnet eine Position für mehrere Wochen, manchmal auch für mehrere Monate. Wenn er Pech hat, ist er auch vielleicht nur ein paar Tage im Markt drin. In der Regel sind es aber überfristige Trades und die müssen nicht immer, und das ist mir ganz wichtig, Positionstrading muss nicht immer antizyklisch sein. Positionstrading kann durchaus und sollte auch in der überwiegenden Mehrheit auch als prozyklische Trades durchgeführt werden. Wie es dem auch sei, in meinem Dafürhalten, in unserer Trading-Philosophie hier vom Chancen-Risiko-Verhältnis her nicht passend, jetzt in diesen Markt reinzugehen, wenn wir diese Doppelbodenformation möglicherweise bullisch aufgelöst haben. Das Ganze bullisch aufzulösen ist auch nicht einfach. Wenn ich sage, wir würden in einen Widerstand laufen, auch über die kleinere Zeiteinheit. Sie erinnern sich bitte hier an diese bärische Kalformation, die ist bärisch aufgelöst worden. Das bedeutet, selbst wenn die Bullen hier oben drüber gehen, an der oberen Begrenzung des Trendkanals, in dem wir uns aktuell befinden, dann ist diese Marke ja aktuell in etwa im Bereich der 16,25, da kommen nochmal weitere Widerstandsmarken, bis wir dann hier diese kleineren trendbegrenzenden Marken aus dem Weg geräumt haben. Und spätestens bei 16,30 ist dann schon wieder der nächste Widerstand mit der 50-Tage-Linie und dieser absteigenden Trendlinie, was wir Ihnen über den Tag gezeigt haben. GDX macht eine sehr schöne Zakatum-Bewegung von plus 2,6%. Stimmlich kriege ich es nicht heute so richtig gut hin. Zumal ich wollte Ihnen eigentlich gestern gezeigt haben, dass der Markt hier es geschafft hat, über die 20-Tage-Linie drüber zu gehen. Es sitzt so auf dieser 20-Tage-Linie fest und ich wollte Ihnen sagen, wir haben über die kleinere Zeiteinheit, wir hatten die Tage vorher nochmal darüber gesprochen, dass das hier aussieht wie eine Schulterkopf-Schulter-Formation, dass man das hier über die kleinere Zeiteinheit, über den 4-Stunden-Chart sehr schön hier die Nackenlinie einzeichnen kann und dass der Markt es nicht schafft, hier diese horizontale Marke, den alten signifikanten Hochpunkt hier im Markt dann hinter sich zu lassen. Ganz interessant, was ich hier gerade sage für unsere Mentorschüler. Aber wenn das, was er geschafft hat, ist, er setzt dann auf die Nackenlinie auf, nimmt hier unterstützend die 20 gleitende Durchschnittslinie im 4-Stunden-Chart. Und wenn er es schaffen sollte, hier drüber zu gehen, über die 38er-Marke, dann haben wir weiteres bullisches Potenzial. Nicht nur, dass ich es vergessen habe, Ihnen zu sagen, es ist auch bei mir selbst dann anschließend irgendwie vom Radar verschwunden. Ich habe dann heute gegen Abend dann nochmal auf GDX geguckt und als ich gesehen habe, plus 2,6%, da fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Ach ja, stimmt. Eigentlich war noch diese horizontale Marke bei 38 Dollar. Die habe ich jetzt völlig verpeilt. Ist aber nicht schlimm. Es wäre wirklich nur etwas, was man über die kleinere Zeit dann hätte spielen können. Man hat dann hier Potenzial, wenn der Markt jetzt hier weiter bullisch laufen möchte, bis an diese Zone, an die 39,20 Dollar ranzutraden. Hier kommen dann wieder größere Widerstandszonen. Der Markt fängt jetzt an, so langsam überkauft zu sein. Der wird nicht in einem Ihnen durchlaufen.
Stand bleiben. Und wenn Sie unsere Analysen der letzten Tage verfolgt haben, wir haben Ihnen zuletzt wieder sehr viele, sehr schöne Formationen zeigen können. Gestern zum Beispiel australische Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, aufsteigendes Dreieck, bullisch aufgelöst worden. Die waren hier 50 Pips an einem Tag, hat aber auch weiteres bullisches Potenzial. Sitzt am Widerstand, man muss gucken, ob es da durchgehen kann oder nicht. Oder auch euro-australische Dollar. Erstmalig haben wir Ihnen das vorgestellt, als hier diese aufsteigende Trendlinie und diese Low-Base-Formation bärisch aufgelöst worden war. Aber auch zuletzt, gestern haben wir nochmal miteinander gesprochen und haben gesagt, Mensch, der Euro sieht immer noch schwach aus, die 200-Tage-Linie sieht gefährdet aus. Es ist eher wahrscheinlich, dass hier der Euro weiter gegenüber dem australischen Dollar abverkauft werden sollte. Und das passiert auch heute. Wird die bärische Bewegung fortgesetzt. Man hatte die Möglichkeit, nochmal zusätzlich hier bärisch in diesen Markt reinzugehen. Aktuell haben wir den Schweizer Franken auf dem Radar. Oder auch hier den Eurobund-Future. Nachdem hier dieser Bull-Pullback abgeschlossen war, in dieser bullischen Bewegung sind wir über den Stundenchart in den Markt gegangen. Da tut uns der Markt einen Gefallen und springt mit einem Gap nach oben. Mittlerweile können wir das als Swing traden und haben Potenzial mit dieser High-Base-Formation nach bereits 130 Pips, die wir bis jetzt als Buchungsgewinn haben, dass diese Bewegung nochmal weiter nach oben fortgesetzt werden kann. Oder aber auch, und damit sind wir jetzt wieder zurück angekommen, in der Rohstoffsektion bei Brent. Und da hatten wir Ihnen ebenfalls eine aufsteigende Trendlinie gezeigt, die bärisch aufgelöst worden war. Der Markt macht nochmal einen Pullback, aber wird dann sofort wieder abverkauft. Das sind mittlerweile hier 250 Pips und der Markt hat hier noch weiteres bärisches Potenzial an die aufsteigende 200-Tage-Linie, an diese ehemalige Trendbegrenzende und jetzt trendunterstützende Linie im Bereich der 105-Dollar-Marke. Aber halten Sie nicht einfach an der Marke fest. Sie müssen in der Lage sein, immer wieder Ihr Stop-Loss sinnvoll anzupassen. Wenn Sie selbstständig bei Forexes, in den Anleihen, in den Indizes, aber auch bei den Rohstoffen selbstständig Formationen erkennen und traden möchten, sind Sie herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren und unser Mentorprogramm zu besuchen. Wir tun Dinge aus Überzeugung und andere Dinge tun wir aus Überzeugung nicht. Es ist ganz bewusst so, dass wir Ihnen diese Dinge ohne Hebel vorstellen. Hebel ist dafür da, dass Sie Kapital schonen. Wenn Sie einen 10er Hebel benutzen, dann ist es dafür da, dass Sie ein Zehntel Ihres Kapitals einsetzen und ist nicht dafür da, dass Sie dann nochmal Ihr Risiko um das Zehnfache erhöhen. Es ist nur so, dadurch, dass immer wieder mit so hohen Hebel einem vorgetradet wird, glaubt man, dass das Ziel eines Traders ist. Aber diese hohen Hebel, die bürgen auch hohes Risiko. Und deswegen ist es auch so, dass wir ganz bewusst ohne Hebel immer wieder Ihnen Dinge zeigen, weil wir möchten nämlich eigentlich Sie dafür sensibilisieren, dass Sie auf Ihr Kapital gut aufpassen. Das ist das Erste und Wichtigste, was ein Trader machen muss, auf sein Geld aufzupassen, sein Kapital zu schützen und erst als Zweites kommt Kapitalzuwachs. Und diese Trades, die Ihnen dann vorgestellt werden, wir haben 150% gemacht und wir haben 250% gemacht. Klar, die sind aber auch durch einen extrem hohen Hebel zustande gekommen. Das ist aber nicht die seriöse und nachhaltige Art und Weise, wie Trader im Markt aktiv sind, sondern die versuchen immer wieder ein kleines bisschen Gewinn zu machen, Und durch diese ständigen Gewinne, diese kleinen Gewinne, die man dann immer und immer und immer wieder macht, dadurch wächst dann ein größerer Gewinn zusammen. Und deswegen, wenn Sie sich dafür interessieren, dass Sie in einem Jahr 100, 200, 250% machen, sind Sie bei uns an der falschen Adresse. Das ist auch gar nicht unser Ziel, dass wir Sie dann dafür motivieren. Unser Ziel ist, dass Sie nachhaltig jedes Jahr eine zweistellige Ertragssumme ertraden können. Ob es jetzt 12% ist oder ob es 20% ist, hängt dann natürlich auch davon ab, wie ernsthaft, wie seriös, aber auch wie nachhaltig man dieses Trading betreibt. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Silber hat dieses gleichschenklige Dreieck bullisch aufgelöst, aber wir sind jetzt an der nächsten Widerstandszone. Schauen Sie sich das an, hier diese horizontale Marke. Über den Tag sieht es nämlich so aus, diese horizontale Marke ist dann im Bereich der 29,50. Wir haben hier, schauen Sie sich das an, hier war es nämlich Widerstand, dann gehen wir wieder durch, dann ist es hier Unterstützung und da bleiben wir wieder hängen. 29,50 per Tagesschlusskurs mit einer Kaufformation in der Stochastik und einem Momentum, was hier oberhalb der Nulllinie ist. Wir sind oberhalb der 20-Tage-Linie. Aber wenn man sich das Ganze auf 4-Stunden-Chart-Basis anschaut, schauen Sie sich das an. Hier Unterstützung, da durchgebrochen, dann Widerstand. Und diese Widerstandszone wird auch extrem sauber vom Markt respektiert, obwohl diese bullische Bewegung in den Markt gekommen ist, im Bereich der 29,30 bis 39,40. Wenn wir hier nachhaltig drüber gehen sollten, dann hat der Markt Potenzial, an die 30,30 ranzulaufen. Noch sind wir in einer übergeordneten Seitwärtsrange versteckt und gefangen und in dieser
bullischen Bewegung, die wir gemacht haben, war nicht nachhaltig Volumen drin gewesen. Bei Silber in Euro sieht es ähnlich aus wie bei Silber in Dollar. Hier haben wir auch eine horizontale Marke, mit der wir kämpfen. Hier ehemalige Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung durchgebrochen und jetzt Widerstand. Wir haben ja die bullische Kaltformation bullisch aufgelöst. Der Markt respektiert sehr schön diese ehemalige trendbegrenzende Linie des Kals. Die 20-Tage-Linie kommt nach oben, die 50er kommt nach unten. Und wir haben damit Unterstützung unten, aber auch Widerstand, vielleicht noch wichtiger als die 50er, ist wie gesagt diese horizontale Marke ähnlich wie bei Silber in Dollar, die horizontale bei 22,60. Wenn wir hier über diese beiden Widerstände drüber gehen sollten, sieht es im Tageschart so aus, als könnten wir fast an die 23,90, an die 200-Tage-Linie ranlaufen. Aber über die Woche muss man sagen, im Bereich der 23,30 wartet schon die nächste größere Widerstandszone. Das sind die 20er und 50 Wochenlinien. Gleitenden Durchschnitte im Wochenchart, so muss ich es sagen. Natural Gas holt Luft. Sah wirklich zwischenzeitlich so aus, als würde der hier oben durchgehen wollen. Triggermarke wäre in unserem System nicht aktiviert worden. Kommt nochmal zurück. Doji-Kerze abwarten. Sieht immer noch aus wie eine High-Base-Formation. Wenn das Ganze hier nachhaltig, und jetzt müssen wir über diesen Chart noch drüber gehen, wenn wir es nachhaltig hinter uns lassen sollten, dann haben wir Potenzial, das, was wir hier gemacht haben, diese Bewegung dann nochmal nach oben fortzusetzen. Momentan K und D-Linie umeinander geschlungen. Sehr stark, sehr bullisch. Die Woche auch sehr bullisch, aber es ist ein großer Widerstand. Ja? Wir haben hier einen Doppeltop gehabt, was massiv abverkauft worden ist. Wir müssen abwarten, ob der Markt gleich bei der ersten Berührung die Kraft hat, hier direkt nach oben durchzulaufen. Heute hat das Natural Gas versucht, aber als dann Brent, aber auch WTI, also Crude, Schwäche entwickelt haben, hat es nicht geschafft, hier nachhaltig über diese Widerstandszone drüber zu gehen. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe mich heute wirklich durch diese Rohstoffausgabe durchgekämpft. Ich habe immer wieder das Video angehalten, die Stimme war weg, die Konzentration war weg. Ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen vernünftig und flüssig rüberkommt und dass es für Sie vor allen Dingen auch hilfreich gewesen ist. Wenn es für Sie nicht hilfreich gewesen ist, dann können Sie sich mit etwas anderem behelfen, was immer hilfreich ist, nämlich wenn Sie immer und immer wieder mit einem Stop-Loss arbeiten. Ein Stop-Loss ist Ihr bester Freund. Ein Stop-Loss sorgt dafür, dass Ihre Verluste ganz klein bleiben. Ein Stop-Loss sorgt dafür, dass wenn ein Markt gegen Sie läuft, dass Sie dann aus dem Markt rausgespült werden. Ein Freund macht auch mal Fehler. Aber in der absoluten Mehrheit der Fälle ist der Freund für einen hilfreich. Ich wünsche mir für Sie, dass Sie, wann immer Sie traden, immer mit einem Stop-Loss traden. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.